Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Okay, Monte Joghurt, probiere ich mal aus. Guter Call. Das letzte Stück für das Tintenschock. Sowas lese ich gerne, solche. Wir haben es geschafft. Hätte Isadora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Wenn wir das Tintenschock vollenden, sehen wir vielleicht mehr. Witcher 1000 Items, ja Bruder, aber hast du Witcher mal auf einer PlayStation 4 mit Standard-Festplatte gespielt? Das macht eher nicht so Spaß, kann ich dir sagen. Ich hab's erlebt. Da hast du regelmäßig Game-Crashes, Game-Lags. Dass uns das Rebellion auf diese Reise geschickt hat? Menü hat 20 FPS. Das ist es. Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon. Noch ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Ich frag mich. Was ist denn? Finden wir es raus. Mein Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Joanna, fühle ich. Hier, setzen Sie sich. Isadora! Wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Das kennen wir doch schon. Ich schätze, jetzt verläuft's anders. Isadora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke. Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Koboldsilber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Vom Schmerz hat sie ihn befreit. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt, kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Sie hat den Schmerz genommen.
Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nein, nicht die Erinnerung, das Porträt. Ich denke, Isadora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Wir haben das schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch, wir haben die Erinnerung. Ja, ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isadora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie bestimmt nicht tun. Die Hüter glauben, dass das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, eine sehr komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie ist. Eine, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Wir sind ein Fünftklässler. Wir sind 15. 15. Bitte. Sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Warum wollten die Hüter Isadora zum Schweigen bringen? Warum ihr Porträt zerstören? Harry war erst 11. War Harry nicht 10? Oder ist er mit 11 eingeschult worden im ersten Jahr? Ja, mit 11, okay. Ja, okay, dann sind wir nicht 15 im fünften Jahr, sondern 16, ne? Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Oder? 11, 12, 13, 14, 15. Nee. Sind 15. Lel. 15, ja. Hallo, Mr. Semi. Was kann ich für Sie tun? Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? Meinen ganzen Trash nehmen, bitte. Auf Korrektarino. Auch noch sehr nützlich wäre in dem Spiel, dass man Items hochziehen kann. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Was kann man mit dem Cash machen? Anlegen in Aktien. Darauf hoffen, dass es sich vermehrt. Fiese Unholde. Krypto auch eine gute Möglichkeit, ja. Nee, halt alles Mögliche kaufen, ne? Pläne für Tränke. Pläne für deinen Raum der Wünsche. Hier ist ein Ort der Macht. Da ist ein Ort der Macht. Da ist ein Ort, da ist ein Ort. Wir sehen 4 Stück. Ich frage mich, sollte ich die machen? Safe auch eine Trophy. Wahrscheinlich muss man sowieso alles machen. Aber so viel ist es gar nicht auf der Map. Was alles voll ist, sind die Merlins Prüfungen. Diese ganz normalen Höhlen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man die alle abschließen muss. Oh, hier ist eine Kampfarena. Haben wir das schon mal gemacht? Nee, gell? Hier irgendwo im verbotenen Wald. Eine Spinnenhöhle. Hier irgendwo gab es doch ein größeres Kampf. Ah, genau hier. Kampfarena der dunklen Künste.
Und ist die nicht exklusiv für Deluxe oder so, Chat? Oh ja, ist nochmal eine Elite-Gegner. Dafür, dass sie halt exklusiv ist, ne, ist sie gar nicht so wirklich hervorgehoben oder so, ne? Schon versteckt. Trotzdem, ne? So, töten wir mal die ein, zwei Elite-Gegner hier. Oh, hier ist ja voll viel los. Kozio. Ich liebe diesen Finisher. Liebe eigentlich alles an dem Spiel, Retalk. Der Ort auf der Karte ist nicht weit von hier entfernt. Ich finde, es ist nice, wie er Kruzio sagt. Ich finde, er sagt es eigentlich nicht mit genug. Ja, mit genug Hass so. Aber wir sind ja auch kein Todesser, ne? Deshalb ist das schon noch okay. Eigentlich müsste er richtig. Nicht richtig hasserfüllt sagen. Ohne Begleitung. Aber wir sind ja per se nicht böse, deshalb ist das schon okay so. Ich hoffe doch, du tust nichts Unverzeihliches. Er sagt halt so ganz nebenbei so Kruzio. Ne? Ein unverzeihlich Fluch, der den Gegner extrem foltert. Ja. So als würde er dir die Uhrzeit nennen. Hey, wie viel Uhr ist? 12.30 Uhr. Kruzio. Damage raus, die Breeze. Seid jemand in meine Lektion? Du glaubst, du könntest. Lazio! Hey! Kruzio! Möchtest du lieber wiederholen? Mein Leben ist zu gut. Und nicht herum wie ein Billywick! Bro, die von allen Seiten, Mann. Und alle rot, rot, rot. Muss ich ein bisschen schlauer spielen, den All. Du bist so laut wie ein Troll. Kruzio. Verfügung, du vor.
liebe das Gewitter. Jetzt kann ich den Radikus total los. Oh Mann! Stufe 35 ist die, by the way! Kein Wunder macht sie so ein Damage! Ja, ich habe mich wieder verdrückt, Chat. Ich will euch nicht wieder die Ohren vollhalten. Aber ich verdrück mich einfach immer noch manchmal. Wenn jemand ärgert, jetzt kannst du nicht mehr. Oh nein. Halt still, du Kleine! Komm, springen! Dieser kleine Umhang! Der hat einfach die Stimme von diesem Schriftsteller aus House of Cards. Der hat so eine ganz eigene Stimme, deshalb erkenne ich das. Gegen solche Übermächte muss man wirklich unbedingt den Imperio-Fluch benutzen. Meiner den Zauber hin, frage ich mich. Nix, Livioso. Komm her. Oh, jetzt fällt sie wieder aus dem Sichtfeld. Ah, sie ist wieder da. Jetzt ist sie ein Fass. Und jetzt ist sie explodiert. Ah, das war tatsächlich mal ein bisschen anspruchsvoller hier. Wie lange man den Gegner einfach in der Luft behalten kann. Komm mal ran hier. Ja, bei so Elite-Gegnern muss man einfach die Kombos richtiger machen. Und Imperio-Fluch benutzen. Dass dir einer immer hilft. Das war tatsächlich zum ersten Mal richtig schwer. So vom Damage her, den die Gegner machen. Weil die auch ganz, ganz viele rote Angriffe gemacht haben. Und natürlich immer die ganzen unterschiedlichen Schilde. Wenn dann gerade der Spell, der das Schild knacken würde, auf Cooldown ist. Ja, war gut. Dann würde ich sagen, da oben den Elite-Gegner nehmen wir doch auch noch direkt mit. Da gibt es bestimmt auch eine Trophy für. Alle Elite-Gegner sie besiegen. Hier, guck mal. Zack. Wieder mal auf Abenteuer. Ja, Tränke benutze ich eher selten. Sollte ich eigentlich öfters. Aber ich finde, man ist schon so stark genug und mit den Tränken ist halt dann endgültig over. Oh, wie wenig Damage das einfach macht, wenn man keine richtig guten, starken Zauber benutzt. Dann kriegt man die Gegner kaum tot. Noch ein Grund, warum man immer die Kombos richtig machen sollte, das füllt deutlich schneller die alte Magieanzeige. Sieht interessant aus. Ich hab was gehört. Akio. Potego. Ich liebe diesen Spell. Er ist so turbo-broken.
Was ich auch geil finde, dass man mit den Wurfspells manche Sachen von den Gegnern kontern kann. Ich finde dich wie einen Hier. Wie einen was? Hey Knogger, du alter Haudegen! Du hast dich ja lang nicht mehr blicken lassen. Vielen Dank dir für die Snushies. Lass mal für den Bre... Ups, das war verdrückt. Lass mal für den Bre in der Nipie eine Bombe glühen. Danke für die 5. Danke, danke, danke. Ich weiß jetzt schon wieder, dass sich das hier eh nicht lohnt. Oh! Feengrüner Hexenhut. Blau. Oh, Flashbang. Ich hab 4 gedrückt, aber es ging nicht. Ernie, danke auch für deine 5 Naschis. Ah, unter mir ist irgendwie eine Höhle oder so. Revelio. Ich muss auch sagen, ich finde die Open World gut. Die ist nicht zu voll und nicht zu leer. Kotio. Krass, die sich gerade gegenseitig Damage gemacht haben. Boah, die Finisher. Geil. Wenn wir den Elite-Gegner hier da hinten besiegt haben, dann gucken wir mal im Raum der Wünsche und packen wir mal unsere Items. Oh mein Gott! Ich hab mich erschrocken, Mann. Satan. Ja, ich sollte viel öfters den Imperio-Fluch benutzen. Ihr seht, wie stark der ist. Weil die Gegner, die kontrolliert werden dann von mir, die machen extremen Damage an den Gegnern. Das ist nicht nur, dass man dann einen Gegner aktiv weniger bekämpft, sondern er macht wirklich sehr viel Damage. Hey. Hilf mir mal, Bruder. Wunderschön. Geil, geil, geil. So, war das jetzt der Elite-Gegner? Ja, ne? Hey, 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 what the fuck, Digga? Kotio. Kotio. Kotio.
Und der Gegner kann sich gar nicht mehr rühren vor Schmerzen. Dann ist schon fast der nächste Kruzio wieder ab. Auch eigentlich turbo-busted. Bist du smooth und befriedigend beim Kämpfen? Ja, danke für die Props, Fight. Ich tue mich leider mit dem Controller immer noch manchmal verdrücken, wenn es ganz hektisch zugeht und die Gegner verschiedene Schildfarben haben, dann komme ich immer noch ein bisschen durcheinander. Aber bin auch eigentlich zufrieden, ja. Also so viel auf der Map ist gar nicht mehr. Retalk. So viel ist es gar nicht mehr. Die Map-Chat? Nicht zu groß, nicht zu klein. Ja, Raum der Wünsche, guter Call. Die Karte nicht zu groß, nicht zu klein. Din, 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 din. Die hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Geek findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Cool Story, Bro. So, schauen wir mal. Level 30 können wir den hier anlegen. Boah, das ist krass. Manipulation 1. Imperio-Ziele verursachen zusätzlichen Schaden. Deutlich erhöhter Schaden durch alle schädlichen Zaubersprüche. Das hätte ich gerne eigentlich drauf. Oh, wieder keine Upgrades bekommen. Unerträglich finde ich das. Erhöht Schaden mit Confringo 1. Erhöht Schaden durch Altmagie. Oha, erhöht erheblich erhöhte Füllrate der alten Magieanzeige. Knieselfell. Ja, moin, scheiße. Die höheren Upgrades lohnt sich ja richtig mittlerweile dann. Deutlich erhöhter Schaden gegen verfluchte Ziele. Bruder, man muss auch mal sich den Scheiß durchlesen, Chat. Deutlich erhöhter Schaden durch alle schädlichen Zaubersprüche. Von Fringo, alte Magie. Das tauschen wir aus. Doppelt braucht man nicht. Deutlich erhöhter Schaden durch alle schädlichen Zaubersprüche gegen verfluchte Ziele. Bam. Was haben wir da drin? Schaden mit Incendio. Ich muss wieder nachgucken, Bruder. Ich verwechsel immer noch die Namen. Der Nahkampf-Feuerspell ist Incendio. Incendio, Incendio. Incendio. Oh, haben wir da drauf. Okay, dann können wir es hier tauschen. Wir haben Schaden durch alte Magie, wir haben Schaden gegen verfluchte Ziele, wir haben Schaden durch alle schädlichen Zaubersprüche. Also den Hut können wir austauschen. Und Brille können wir auch austauschen. Deutlich erhöhter Schaden durch alte Magie Wurf. Ist das normale Werfen auch? Denke, oder?
Ist ja alte Magiewurf, oder Chat? Meinen die schon damit, ne? Deutlich erhöhter Schaden durch alte Magiewurf, ja. Alte Magie. Hup, hup. Mit Bombarda. Eigenschaft zu mächtig für diesen Gegenstand. Ja, super. Deutlicher Schild mit Schaden. Alte Magieanzeige, Füllrate. Überleg mal. Überleg mal, wie stark ich schon jetzt die ganze Zeit war, ohne dass ich sowas geskillt habe. Eigentlich crazy. Was ich hier alles habe. Flussgras. Schrumpelfeige. Dun, dun, dun. Nein, das Raune will ich doch gar nicht. Habe ich genug auf Tasche. Ein bisschen köcheln. Schon ganz schön viele Heiltränke gerade verbraucht. Drogenlabor. Ja, Heisenberg ist niemand gegen mich, Alter. Pots. So, dann direkt noch einmal Equipment leeren. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Hallo, Mr. Semi. Was kann ich für Sie tun? Was verkaufen Sie hier? Heinz, ich spiele im Performance-Modus. Wie kann ich heute behilflich sein? Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der PS5 in dem Modus. Ah, ich habe das gar nicht angelegt. Das können wir mit Stufe 30 anlegen.
Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, wenn man Items aufwertet, sollte man sie auch anziehen, ne? Gott, sieht das schlimm aus. Bin so jetzt an unseren Mantel gewöhnt schon. Oh, das ist ein huge Upgrade. Wenn wir das Ding kriegen, eine Stufe noch steigen. Wie viel Cash? 11.500? Siehst du oben links. Ich glaube, das einzig richtig teure sind auch nur die Besen-Upgrades, ne? Hier haben wir auch nochmal alte Magie. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt mal kurz alles einsammle. 1, 2, 3, 4. Es sind immer noch dieselben 4 Spots. Irgendwo müssen die anderen 8 ja auch noch sein, ne? Aber ich will... Wo war das mit dem Duellieren? Da sind schon auch doch sehr viele Marker. Wir hatten doch irgendwo gerade so einen Duellspot gesehen gehabt. Das war doch irgendwo hier. Stehe ich auf dem Schlauch. Wisst ihr, was ich meine, Chat? Wo ich Wellen von Gegnern besiegen soll. Ja, Verbotener Wald war das mit vom DLC. Von der Deluxe-Edition. Das möchte ich nicht machen, weil da ich ja die unverzeihlich Flüche habe, auch den Todesfluchen, den will ich erst im normalen Spiel haben. Ganz unten weiter reinzoomen. Ganz unten. Weiter zoomen kann ich nicht. Reinzoomen. Ah, hier, oder? Ja, Kampfarena gefunden, Chat. Puff, Peng. Das machen wir mal. Wir haben noch gar keine Kampfarena gemacht. Jetzt bin ich gespannt. Mysteriös und beunruhigend. Was soll ich tun? Let's go. Oh, man ist so schnell mit den 2 Upgrades auf dem Besen schon. Geil. Jetzt bin ich mal gespannt. Na komm, wenn wir schon hier sind, machen wir die hier auch noch kurz platt. Oh, wieder nicht getroffen. Kann jetzt Placebo sein, aber ich merke direkt einen Damage-Unterschied. Warum sehe ich Gegner? Unter mir oder was? Sammlung aktualisiert. Grausamkeit 1. Also diese Lager-Chat, das habe ich jetzt auch erst gepeilt, diese Lager lohnen sich wohl, ne? Was ein leventierter Gegner ist? Ja, natürlich. Einer unter dem... Ah, nee. Leventierter Chat. Was ist ein leventierter Gegner? Ein offenbarter Gegner? Nee. Das hier ist ja Levenio, oder? Aufgedeckt. Ach, ein Schwebender. Okay. Logisch. Revenio. Ja.
den Hechtsprung. Ja, der Zauber ist gut. Du meinst diesen Dash hier, ne? Der ist wirklich geil. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Zum ersten Mal Kampfarena. Soll ich einfach die Basen kriegen? Wozu? Rebellion. Rebellion. Geil, Start. Okay, man muss erst die Fässer, die Vasen zerstören. Ja, moin, der läuft einfach rein. Jetzt bin ich gespannt. Es gibt auch normale Kampfarenen, aber die mit den Todesflüchen ist exklusiv für Deluxe. Mit Zeit. Voll solche Dinge, ne? Kotio. Ein dicker Troll. Incendio. Jetzt. Toll. Incendio. Ich glaube, gegen so... Gegen so Wellen, die du alle verfluchst, wäre sogar das auch nützlich, dass du dich ein bisschen healst, wenn du verfluchte Gegner tötest. Incendio.
Imperium! Komm an! Lazio! Curzio! Incendio! Protein! Sturmfeuer! Hoppala! Warum war jetzt da eine Stun? Eine Stun-Raune? Hey! Das. Schön, dass du mal vorbei bist. Magst du Schmerz? Kruzio. Mann. Bisschen unterlevelt. Noch. Sind schon ganz schöne Bullet-Sponges. Beziehungsweise in dem Fall Zauber-Sponger. Aber habe ich jetzt das Level behalten? Nein, natürlich nicht. Ja, aber wäre auch, dann könnte man da ja auch unendlich leveln, ne? Aber okay. Zuckerwurst, danke noch für den frischen Prime und Ernie, danke für die 5 Naschis. Chat, gönnt man den Yippie und eine Bombe. Ups, verdrückt. Wenn ich nämlich Stufe 30 hitte, kann ich das eine bessere Item anziehen. Max Level ist wohl Stufe 40, habe ich gehört. Das heißt, ich kriege einfach noch 11 Fähigkeitspunkte. Also ich kann eigentlich alles, was ich geil finde, skillen am Ende des Tages. Auch noch den größeren Sprengplatz von Bombardement und von dem Eisding kann ich alles noch skillen. Eigentlich alle Spells, die ich benutze, sind dann aufgewertet. Du bist hier. Hey, Armani, danke auch für deine 5 Naschis. Hust.
Digi. Wir warten jetzt auf die nächste Quest von Ehrenbruder Sebastian. Das bedeutet wohl, du hattest Glück in der Bibliothek? Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht, aber ich glaube, das ist die Höhle, von der Doran sprach. Beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat. Ganz sicher bin ich immer noch nicht, aber diese passte am besten. Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden. Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt. Weißt du, wieso diese Höhle gemieden wird? Es ist lächerlich. Den Gerüchten nach treibt die Höhle Menschen in den Wahnsinn. Aber ich konnte keine Berichte von Leuten finden, die dort drin gewesen waren. Also ist es entweder ein Gerücht, oder alle, die die Höhle betreten hatten, konnten danach nicht davon berichten. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umsehen. Das stimmt. Danke für die ganzen frischen Prime-Subs, Chat. Ob man wohl erblindet, wenn man direkt auf einen Mondstein blickt? Gerne mal nachschauen, Chat. Vielleicht ist der Prime-Sub ready, Twitch Prime und in die mehrkostenfreie, supportende Unsterblichkeit rein. Und für die neuen Viewer gerne kostenlosen Follow droppen und die 5 Follow-Emotes genießen und am Chat teilnehmen, wenn ihr Bock habt. Revelio. Du glaubst die Gerüchte über die Höhle doch nicht, oder? Wir finden es wohl heraus, was? Akir! Pompada! Revelio. Hey, danke für die Primes. Willkommen, willkommen. Danke, danke, danke. 18 Münzen. So ein Geiz. Wo ist er? Bombarda. Weil der glitscht. Oder? Jetzt steht? Protego! Pompada! Revelio! Arresto Momento! Crucio! Akio! Descendo! Incendio! Grazio! Pompada! Hat er ganz schön gerumst. Bombarda. Revelio. Ah, hier muss wieder eine Motte hin. Incendio. Lumos! Wie sie dann auch Lumos einsetzt. Also dieses Zauber hin und her swappen stresst mich. Wie bitte? So müssen die Gerüchte über die Höhle begonnen haben. Fupa-Gesang soll alle, die ihn hören, in den Wahnsinn treiben. Ach hier. Wenn der Mondstein hier ist und die Fupa auch, frage ich mich, ob er beschützt wird. Revelio, ach hier. Revelio. Akio. Revelio. Diese Mini-Beträge immer. Wie soll man denn heutzutage noch reich werden so? Erzähl mir mal. Warum bin ich nicht überrascht? Erst die Kupa und jetzt Akio. Das?
Okay, wir haben das Zeichen und das da. Revelio. Ich denke, wir sollten Motten finden. Wo soll die Motte hin? Wieder da ganz zurück? Ah ne, da rein, logisch. Lumos. Lumos. Revelio. Vier Münzen. Also auch wenn 4 für Lifestyle steht, finde ich das ja perfekt. Solche Geizknochen. So, ist jetzt hier irgendwo noch eine Motte? Muss ja, oder? Vielleicht helfen uns die Runen an den Wänden, die Motten zu finden. Danke dir für den Tipp. Aber wo ist die Motte drin? Ich sehe sie durch die Wand nicht. Münzen. Wow. Ach, ich muss die Motte von unten holen, oder? Aber warum war dann da auch ein Schlüssel? Nee, das kann doch nicht stimmen. Nee.